Klar, Kitas sind toll, aber leider fehlen auch hier auf dramatische Weise Fachkräfte. Die Gründe? Zu wenig gesellschaftlicher Fokus, zu wenig finanzielle Mittel, zu wenig Attraktivität für Bewerber und Bewerberinnen. Auch die Kitas Berlin, der größte öffentliche Träger der Stadt, sucht dringend nach Personal. Reicht es einfach zu erzählen, wie schön der Beruf ist? Wohl kaum. Denn erstens ist es einfach nur langweilig und zweitens erreicht man so eben nicht alle, die etwas ändern können. Zum Beispiel die Politik. Wie macht man also ohne riesige Marketingbudgets ganz Berlin mit einem großen Knall klar, dass wir Erzieher und Erzieherinnen brauchen? Indem wir erzählen, dass Berlin Erziehung braucht. Denn nirgendwo geht es so rough zu wie bei uns in der Hauptstadt. Also starteten wir unter dem Motto Berlin braucht Erziehung. Eine augenzwinkernde Multichannel-Kampagne, die überhaupt nicht nach Kita-Werbung aussah. Mit lauten Out-of-Home-Motiven, smart ausgespielten Social-Media-Assets, einer Webseite, die das Bewerben einfach machte und mit einem kontroversen Online-Film. Berlin, die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten, wenn man eine Matratze loswerden will. Und dann sprachen plötzlich alle darüber. Die einen feierten unsere Motive, die anderen fanden es unerhört. Wieder andere wollten die Kampagne sogar verbieten lassen. Und im TV durften wir auch darüber sprechen. Wir wollten vor allen Dingen ehrlich sein und die Leute auch einen gewissen Humor für uns gewinnen und sagen, gemeinsam können wir es besser machen. Indem wir also das Chaos in Berlin mit dem Fachkräftemangel auf provozierende Weise in Verbindung brachten, schafften wir enorme Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema und generierten später mit smarten Performance-Ads echte Bewerbungen. In Zahlen 48 Millionen Reichweite, eine rekordverdächtige Cost-per-Click-Rate von 0,02 Cent und vor allem 550% mehr Bewerber und Bewerberinnen. Da gab's dann am Ende doch noch lächelnde Kinder.